ist es möglich, den 8840 Meter hohen Mount Everest ohne Sauerstoff zu besteigen. Wichtiger ist, möglichst ohne Gehirnschädigung zurückzukehren. Die Besatzung dieses Flugzeugs trägt ab 3000 Meter Sauerstoffmasken. Reinhold Messner keine. Während es in Richtung Gipfel geht, wollte er sehen, was passiert. Wird er höhenkrank werden? Während des Fluges fühlte ich, dass es möglich sein kann, auf dem Gipfel des Mount Everest nichts zu tun, außer die Aussicht zu genießen. Ohne Sauerstoff in 9000 Meter Höhe zu fliegen, beweist noch lange nicht, dass wir den Aufstieg auf den Mount Everest ohne Sauerstoff schaffen. Es beweist lediglich, dass wir dort oben verweilen können und nicht sterben werden. Nicht sterben. Sicher sterben wir, irgendwann. Denn der Mensch kann nicht lange auf einer Höhe von über 6000 Metern überleben. Dies ist die unterste Grenze der Todeszone, bei dem der menschliche Körper dem konstanten Verfall ausgesetzt ist. Wie lange aber kann ein Mensch auf 8840 Meter überleben? Keiner weiß es so genau.